Das Martyrium Rentenantrag. Warum für viele der deutsche Rentenantrag einfach unzumutbar ist. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben für einen Mandanten von uns, der viele Jahre in Luxemburg gearbeitet hat, einen Rentenantrag gestellt. Und da haben wir von der Luxemburger Pensionskasse ein Formular bekommen. Da war ich also wirklich sehr erstaunt, von der CNAP, und kann ich Ihnen mal zeigen, das sind hier so 1, 2, 3, 4, ja 4 Seiten Rentenantrag, IBAN BIC Nummer eingetragen, ein paar Kreuze gesetzt, unser Mandant hat unterschrieben und wir haben diesen Rentenantrag nach Luxemburg geschickt. Also herzerfrischend schnell, wie das hier so gehen kann in Luxemburg. Parallel dazu haben wir auch seine deutsche Rente beantragt. Da ist es einfach so, dass der deutsche Staat ja sehr bürokratisch ist. Also auch die deutsche Rentenversicherung ist sehr bürokratisch aufgebaut. Und wir waren dann schon sehr erstaunt, als wir dort mal allein die Seitenzahlen für den Hauptantrag R0100 gezählt haben. Da haben wir alleine für den Hauptantrag 26 Seiten, die durchzuarbeiten sind. Und dazu kommen dann noch die Erklärungen für die entsprechenden Fragestellungen hier dazu. Also alleine für den R100 26 Seiten. Dazu kommt noch, also das ist hier der R100. Ja? Und dann kommt zwingend dazu noch der Rentenantrag R810. Das ist die Meldung zur Krankenversicherung für die Rentner. Der muss bei jedem Rentenantragsverfahren mit dazukommen. Und der hat auch noch mal auf Vorder- und Rückseite 7 Seiten beschrieben. Wenn man sich mal den R100 so anschaut, da staunt man wirklich, was man dem Versicherten eigentlich hier alles so zumutet. Ja, also der Versicherte muss zum Beispiel Kenntnisse darüber haben, über Rechtsbegriffe, die hier massenhaft auftreten und die, auch die Wirkung dessen, was er hier zum Beispiel ankreuzen soll. Also er muss zum Beispiel wissen, im R100, da gibt es also eine Auswahl von vielen Rentenarten. Also muss der Mandant oder der Versicherte einfach wissen, was steht hinter der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Oder er soll hier ankreuzen, wo er seinen Wohnsitz am 18.05.1990 hatte. Das hat ja irgendwie eine Auswirkung auf irgendetwas. Ich will das jetzt nicht erklären. Hier geht es immer um juristische Sachverhalte. Oder unser Mandant muss zum Beispiel wissen, was Beitragszeiten im Inland sind. Beitragszeiten ist ein Rechtsbegriff. Also muss er sich darüber Gedanken machen, was sind denn jetzt Beitragszeiten im Inland? Und last but not least soll er unter Punkt 7 des Rentenantrags sich zum Beispiel erklären zu sogenannten Anrechnungszeiten. Anrechnungszeiten sind rentenrechtliche Zeiten, das sind beitragsfreie Zeiten. Kann das unser Mandant wissen? Wenn er nicht profunde Vorkenntnisse im Rentenrecht hat, hat er an sich keine Ahnung davon, was er hier anzukreuzen hat. Und deshalb sagen wir, dass der Rentenantrag, so wie wir ihn hier vorliegen haben, mit den fast 40 Seiten, das ist aber nur die abgespeckte Version, schlicht und ergreifend unzumutbar ist für viele unserer Mandanten, die einfach hier aussteigen und sagen, das verstehen wir einfach nicht. Stellen Sie sich bitte folgendes Szenario vor. Jetzt stellt sich heraus, dass hier noch versicherungsrechtliche Zeiten fehlen. Dann muss unser Mandant noch ein Kontenklärungsverfahren durchführen und möglicherweise auch noch sich erklären zu den Kindererziehungszeiten. Dann haben wir nicht mehr 40 Seiten Rentenantrag, dann haben wir auf einmal 60 Seiten Rentenantrag. Und da steigen unsere Mandanten schlicht und ergreifend aus. Der deutsche Rentenantrag ist gespickt mit juristischen Fragen, mit Sachverhalten, wo der Hintergrund für die meisten Menschen nicht verständlich ist. Und deshalb unsere Bitte an die Deutsche Rentenversicherung. Schauen Sie sich doch mal den Luxemburger Rentenantrag an. Da ist doch bestimmt was zu machen mit dem deutschen Rentenantrag. Man kann den doch viel einfacher gestalten. Zu Ihren eigenen Nutzen und auch zum Nutzen unserer Versicherten. Daher kümmern Sie sich und machen die Rentenanträge einfacher. Näheres zum Thema Rentenantrag finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.